Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelten. Unser Thema heute: Wie viel Kälte brauchen Johannisbeeren? Jetzt tönt das wahrscheinlich ein bisschen chinesisch für Sie, so wie ungefähr der Spion, der aus der Kälte kam oder sowas. Was hat das mit den Johannisbeeren zu tun? Brauchen die Kälte? Ja, sie brauchen Kälte. Vor ein paar Jahren, es ist schon fast 15 Jahre her, da sieht man das zunehmende Alter, gab es in Holland große Klagen, der Ertrag der Johannisbeeren sei schlecht dieses Jahr und man suchte die Schuld bei Krankheiten und Schädlingen und fand sie schlussendlich beim Winter, der nicht stattgefunden hatte. Genauso wie dieser Winter. Denn die Johannisbeeren hatten zu wenig Kälte bekommen und dadurch im Frühjahr schlecht ausgetreten. Und genau diese Situation hatten wir jetzt wieder im Winter 13/14. Es gab fast keine Temperaturen unter minus 10 Grad, wenige nur unter 0 Grad. Und entsprechend haben die Johannisbeeren, viele Sorten, zu wenig Kälte bekommen. So sieht das dann aus. Ein Austrieb noch jetzt Ende April, Mai, der erst langsam beginnt. Ganze Bereiche, die kahl bleiben. Und vor allem bis vor kurzem haben die Spitzen nicht getrieben. Und erst seit die Spitzen hier oben treiben, vielleicht kannst du das mal nahe zeigen. Seit die Spitzen hier oben treiben, beginnen auch die Seitenknospen auszutreiben. Die Spitzen sind sozusagen die Bremse, die nachher verhindern, dass die Seitenknospen sich entwickeln. Solange die Spitze sich nicht entwickelt, sind auch die Seitenknospen hormonell blockiert. Die Folge davon: verspätete Blüte, schlechte Erträge und so weiter. Und hier eine Sorte, die unter gleichen Bedingungen gut funktioniert hat, sofort ausgetrieben hat, hier oben zuerst ausgetrieben hat, dann auch seitlich ausgetrieben hat und reichen Ertrag bringt. Wir haben dies zum Anlass genommen, dieses Jahr mal unsere Sorten zu schauen, genau in der Baumschule, in den Versuchspflanzungen hier in der Schweiz und in Deutschland, welche Sorten viel Kälte brauchen, dieser Typ, und welche weniger. Zunächst mal kann man sagen, es gibt nur Probleme bei roten und weißen Johannisbeeren, nicht bei schwarzen Johannisbeeren und nicht bei Vierbeeren. Zweitens kann man sagen, die weißen Johannisbeeren brauchen mehr Kälte als die roten. Fast alle weißen Johannisbeeren sind ein bisschen in diese Art geartet und haben schlecht ausgetrieben. Blanchette, Glasperle, alle unsere Sorten haben relativ schlecht ausgetrieben. Bei den roten Sorten gibt es große Unterschiede. Es gibt Sorten, die relativ schlecht sind, auch so ein bisschen wie diese hier aussehen, wie zum Beispiel Sonnet und Violett. Und es gibt eine Sorte, Suzette, die absolut perfekt ist, die normal ausgetrieben hat. Das hier ist Suzette und voll garniert ist. Das ist sicher die beste Sorte. Auch Sorten wie zum Beispiel Lisette funktionieren einigermaßen. Hier in der Schweiz war Rosasport relativ schlecht. In Deutschland war Rosasport auch eine sehr gute Sorte. Aber das ist die einzige Sorte, wo wir widersprüchliche Resultate an beiden Standorten haben. Also sehr gut Suzette, eher schlecht Violett und Sonnet, der Rest dazwischen. Alle Weißen sind eher auf der schlechteren Seite. Das heißt, schlecht heißt, brauchen viel Kälte, damit sie gut austreiben und haben dieses Jahr entsprechend weniger gut ausgetrieben. Nun, was heißt das für Sie zu Hause? Erstens heißt das, an ganz milden, warmen Standorten nicht unbedingt weiße Johannisbeeren, nicht unbedingt Violett und Sonnet pflanzen. Auch südlich der Alpen ist Suzette wahrscheinlich auf der anderen Seite mit wenig Kältebedarf, mit Abstand die beste Sorte. Wahrscheinlich funktioniert auch Rosasport relativ gut. Das sind die Folgen. Wenn es trotzdem mal zu so einem speziellen Jahr kommt, das wie gesagt nur alle 10, 15 Jahre mal vorkommt, mit so einem milden Winter wie diesem, dann kann man diese Winterruhe, die eben nicht gebrochen wird, weil es zu wenig Kälte gab, auch brechen, indem man ganz einfach die Spitze abschneidet. Sobald die Spitze weg ist, ist das kontrollierende Element weg und die Seitentriebe, die Seitenknospen beginnen sich zu bekleiden und sich zu entwickeln und dann ist der Bann gebrochen. Das heißt, sobald man schneidet, reagiert die Pflanze, überwindet die Hemmung und beginnt sich zu entwickeln. In so einem Jahr ist also gefordert, dass man die Johannisbeeren an der Spitze leicht schneidet, damit sie sich zu entwickeln beginnt. Das sind eigentlich die Folgen. Mildes Klima. Eher Sortenpflanzen, die wenig Kälte brauchen, wie Suzette. Kaltes Klima ist alles möglich. Eher keine weißen Sortenpflanzen, eher roten Sortenpflanzen. Und wenn es zu solchen Austriebshemmungen wie hier kommt, einfach die Spitzen wegschneiden. That's it. Probieren Sie es aus bei sich zu Hause. Wenn Sie selber schon Erfahrungen haben, schreiben Sie Ihre Kommentare unten rein
und vor allem gärtnern Sie weiter.